Ob auf der Linie oder in der Luft, Deutschland ist Torhüterland. Das sind die besten Paraden des Novembers. Die 1 geht an diesem blitzschnellen Reflex von Marvin Krüger, Keeper beim Hamburger Bezirksligisten Glashütter SV. Tolle Parade, trotzdem steht am Ende eine knappe 1:2 Niederlage gegen den Heusbütteler SV. Parade 2. Nils Janke vom Dortmunder Kreisligist SV Arminia Marten fischt diesen Ball aus kürzester Distanz sagenhaft aus dem Tor und über die Latte. Nummer 3. Dass die Dortmunder Amateurkeeper was drauf haben, zeigt definitiv auch Marco Schulz von Blau-Weiß Horkade mit dieser tollen Parade. Die 4. Und weil wir es lange nicht gemacht haben, schauen wir doch mal nach Dortmund. Diesmal zu TSD 2000, wo Schlussmann Mehmet Akçay mit dieser Wahnsinnsparade für bloßes Staunen sorgt. Und die Nummer 5. Auch Felix Einenkel hat Reflexe wie ein Profi. Ultraschnell entschärft er diesen gefährlichen Ball. Und nun seid ihr dran, das ist eure Wahl, jetzt abstimmen.